Für ein Risotto benötigen Sie natürlich Risotto-Reis. Außerdem Zwiebeln, Butter, Olivenöl, Brühe und ein Stück Parmesan. Als erstes nehmen Sie die Zwiebeln, schneiden die Enden ab und halbieren sie der Länge nach. Jetzt können Sie die Zwiebelschalen von den Hälften einfach mit den Händen abziehen. Die geschälten Zwiebelhälften legen Sie mit der Schnittfläche nach unten auf ein Arbeitsbrett. Schneiden Sie die Zwiebelhälften zuerst der Länge nach mehrmals ein, aber nicht ganz durch. Die eingeschnittenen Hälften müssen Sie noch einmal quer einschneiden. Jetzt können Sie die Zwiebelhälften ganz einfach von oben nach unten in kleine Würfelchen schneiden und bis zur weiteren Verwendung auf einem Teller beiseite stellen. Nehmen Sie ein schönes Stück frischen Parmesan oder Pecorino und raspeln Sie ihn, etwa zu 2/3, auf der Käsereibe. Das restliche Stück Käse legen Sie beiseite, um es später zum Servieren dann ganz frisch über das Risotto zu reiben. Erhitzen Sie 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl mit einem Stück Butter in einem Topf. Das gibt einen guten Geschmack und zusammen mit dem Öl wird die Butter nicht braun. Jetzt können Sie die Zwiebelwürfel zugeben und unter Rühren bei mittlerer Hitze 2 bis 3 Minuten andünsten. Mischen Sie den Risotto-Reis unter die Zwiebeln und lassen Sie alles wieder unter Rühren noch 3 bis 4 Minuten andünsten. Wenn möglich, sollten Sie echt italienischen Risotto-Reis verwenden. Es gibt ihn in den Sorten Arborio, Vialone und Carnaroli. Mit diesem Reis wird Ihr Risotto garantiert so richtig schön cremig. Und trotzdem behalten die einzelnen Körner ihren typischen Biss. Gießen Sie jetzt von der heißen Gemüse- oder Fleischbrühe so viel an, dass der Reis ganz bedeckt ist. Wer mag, kann übrigens auch 1/3 der Brühe durch trockenen Weißwein ersetzen oder die Brühe mit gemahlenem Safran würzen. Den Reis mit der Brühe müssen Sie immer wieder gut durchrühren, bis der Risotto-Reis die Flüssigkeit ganz aufgesogen hat. Diesen Vorgang wiederholen Sie so lange, bis die Brühe ganz verbraucht ist und der Reis gar, aber noch bissfest ist. Das kann, je nach Reissorte, zwischen 20 und 30 Minuten dauern. Also haben Sie bitte etwas Geduld und vor allem vergessen Sie das Rühren nicht. Am Ende der Garzeit geben Sie noch ein Stück Butter zum Reis und vermischen alles wieder gut. Jetzt würzen Sie Ihr Risotto noch mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer. Geben Sie den geriebenen Käse dazu. Und vermischen Sie alles gründlich. Zum Servieren verteilen Sie das Risotto auf Teller, bestreuen Sie es mit dem restlichen frisch geriebenen Käse und dekorieren alles nach Belieben noch mit ein paar frischen Basilikumblättchen.